Also den V01, verantwortungsvoll und fair handeln in Berlin, von Clara Herrmann und anderen, den würden wir jetzt gerne behandeln und Renate Künast stellt ihn vor. Auch wenn wir jetzt alle noch unruhig sind wegen der noch laufenden Wahlen und Auszählpausen, mal ein politisches Thema. Wisst ihr, wir reden immer über internationale, globale Gerechtigkeit. Wir wissen, dass unsere Art des Wirtschaftens heißt, wir leben auf Kosten der anderen auf der dieser Welt, die jetzt schon leben, deren Inseln überschwemmt werden, die an Wetterextremen, wie gerade an den Tornados leiden, aber wir leben auch auf Kosten nachfolgender Generationen. Ich habe hier Wasser. Wir wissen übrigens auch, wir haben über 500 Millionen Menschen auf dieser Welt, die Hunger leiden. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen. Wir glauben nämlich, dass wir nicht nur international über diese Politik reden, sondern dass es bei uns zu Hause anfängt. Bei uns zu Hause, mitten in Berlin, fängt es an, anders zu wohnen, anders zu transportieren und anders zu konsumieren. Mit unserem Konsum in Zukunft die Menschenrechte auch umzusetzen. Und deshalb sagt unser Antrag, federführend formuliert von Clara Herrmann und von ihr und anderen, durchaus im Abgeordnetenhaus schon angefangen umzusetzen. Er lautet, ich will kurz auf drei Punkte gehen, dass wir erstens wollen, dass die Berliner Auftragsvergabe, die öffentliche Auftragsvergabe neu strukturiert wird. 4 bis 5 Milliarden Euro werden jährlich ausgegeben dafür. Die Regeln, die es in Berlin schon gibt, werden aber nicht ordentlich umgesetzt. Um was geht es? Es geht um Kinderarbeit von Baumwollanbau bis Kakaoanbau und bis zu den Grabsteinen, die in den Steinbrüchen hergestellt werden. Zweitens, wir wollen, dass es Kontrollen gibt, Kontrollen und über den Umfang und wirksame Kontrollmechanismen. Die einzige Stadt, die bisher wirklich losgegangen ist, ist übrigens Bremen. Die hat so richtig was raufgelegt. Bei uns ist es so, dass das bisherige Recht von Schwarz-Rot 2012 schon wieder verändert, also verschlechtert wurde. Ich will euch ein Beispiel nennen. An der Stelle, während 2012 noch die veränderte und an Nachhaltigkeit ausgerichtete Auftragsvergabe ab 500 Euro galt, gilt sie seitdem erst ab 10.000 Euro. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das heißt nämlich, dass jedes kleine öffentliche Catering, jedes Besorgen von Kaffee für die Amtsstube und so weiter ausgenommen ist von solchen Regeln. Und deshalb sage ich euch an der Stelle, das macht die größte Gruppe auf, der kleine Konsum. Das hilft am meisten, wenn es um die kleinen Farmen weltweit in Südamerika, in Indien, in Afrika geht, dass die eine andere Absatzperspektive haben. Deshalb muss diese Stelle geändert werden, zurück auf 500 Euro. Und drittens, wir wollen, dass Berlin eine Fairtrade-Stadt wird. Was Bezirke wie Charlottenburg-Wilmersdorf oder Mitte schon auf den Weg gebracht haben, großes Lob dafür, wollen wir für ganz Berlin, getreu dem alten Satz, global denken, lokal handeln. Anfangen heißt es an dieser Stelle, was ist euch ja, und ihr kennt es alle, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und man muss dann auch wirklich klein anfangen. Dieser Antrag macht das bei der Auftragsvergabe und den Regeln, bei der Kontrolle und dabei, dass wir selber den Anspruch haben, Berlin soll Stadt des fairen Handels sein. Ich meine, wenn wir schon Olympia nicht können, also uns nicht mal ordentlich bewerben können, wir sollten auf alle Fälle eines können, nämlich systematisch den Konsum in Berlin umzustellen. All die jungen Touristen, die hierher kommen, warten übrigens genau darauf. Danke, Renate. So, wir haben jetzt, das wollen wir insgesamt so halten bei den V-Anträgen später, dass bei V-Anträgen gilt 3 Minuten Einbringung und dann ist maximal eine Pro- und 2 Kontrareden möglich. Das würden wir jetzt eben auch so machen bei diesem jetzt vorgezogenen V-Antrag. Ich weiß jetzt noch von einer Pro-Rede. Gibt es Kontrareden zu diesem Antrag? Das sieht nicht so aus. Dann bitte ich Alexander mit der zweiten Pro-Rede ans Mikrofon.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich danke erstmal den Antragstellern und Antragstellerinnen Clara Herrmann, Lisa Paus, Renate Künast und Stefan von Dassel, dass ihr heute diesen schönen Antrag eingebracht habt. Ich selbst bin für die Grüne Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf Mitglied in der Steuerungsgruppe der ersten Fairtrade Town, nämlich Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin. Und ich freue mich, dass weitere Bezirke sich mittlerweile auf den Weg gemacht haben. Ich habe gehört, Mitte hat es erfolgreich bestritten. In Tempelhof-Schöneberg ist der Beschluss durch. Die Bürgermeisterin ist sogar Mitglied in der Steuerungsgruppe und auch in Friedrichshain-Kreuzberg und in Pankow seid ihr auf dem Weg. Also hier zeigt sich auch, die Grüne Partei ist Avantgarde und geht einen Weg voran. Renate hat es ja deutlich gemacht. Die ganze Novelle mit dem Berliner Vergabegesetz hat es uns im Grunde auch in den Bezirken erschwert, eine faire, ökologische und soziale Vergabe zu machen. Wir haben jetzt bei uns in der Bezirksverordnetenversammlung einen grünen Antrag einstimmig beschließen lassen, dass sich das Bezirksamt bei Vergaben auch um faire Produkte bemühen soll. Aber solange eben die Regelung auf Landesebene nicht dementsprechend geregelt ist, dass da auch klare Rechtssicherheit besteht, ist hier immer noch ein Zug offen. Und wir brauchen auch, ich denke, eine entsprechende Ausstattung an Personal, damit wir auch diese ganzen fairen Vergaben ökologisch korrekt und sozial verträglich durchführen können. Insofern ist dieser Antrag durchaus, finde ich, ein richtiger Weg. Und wir in Charlottenburg-Wilmersdorf, wir wagen mittlerweile den nächsten Schritt. Wir machen mittlerweile unser viertes faires Frühstück und ihr seid alle recht herzlich eingeladen, am 16.05. auf den Breitscheidplatz zu kommen um 11 Uhr, wo wir das nächste faire Frühstück veranstalten. Vielen Dank und ich hoffe, der Antrag geht durch. So, dann können wir zur Abstimmung schreiten. Wer diesen Antrag V0 verantwortungsvoll und fair Handel in Berlin seine Zustimmung geben möchte, der die hebe bitte die Karte, den Stimmzettel. Das sieht gut aus. So, danke. Wer ist gegen diesen Antrag? War das eine Nein-Stimme? Nein. So. Wer enthält sich bei diesem Antrag? Niemand. Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Dankeschön.